Mein Name ist Frank Oehler aus der Speisemeister 3 und wir möchten gern unser neues Kochbuch, den Speisemeister, vorstellen. Und das sind hier meine Räumlichkeiten. Die Speisemeister 3 ist so das Schmuckstück von Stuttgarts Bürgern. Das ist ein Haus gebaut von Herzog Eugen. Und es geht hier immer um guten Geschmack, es geht immer um Ästhetik und wir führen das fort, diese alte Tradition, und wir sind stolz drauf. Bei dem Buch muss man ja sagen, das ist ja auch ein Buch der Speisemeister 3. Das ist entstanden mit mir als Autor, mit meinem Küchenchef. Und es hat ja auch was Unikatives. Es ist jetzt einfach kein Kochbuch, das es einfach so gibt, sondern es hat unsere Handschrift, es hat unsere Note, es hat unseren Geschmack, es hat unsere Qualität. Es gibt keine Massengemüsehaltung. Ich glaube, es geht wieder um Rücksichtnahme und es geht um bewusstes Essen und somit natürlich auch vielleicht auf etwas mehr Fleischverzicht, um das geht's. Unser Buch, der Speisemeister, soll anregen, einfach mit Gemüse mehr zu arbeiten, weil viel mehr Möglichkeiten bestehen, wie man annimmt. Das Besondere an dem Buch ist, dass es ganz authentisch ist. Das ist eine ganz ehrliche Maßnahme von uns. Die ist, kommt von Herzen. Die Rezepte sind durchdacht und man kann sie wirklich jederzeit umsetzen. Für das ist das Kochbuch gedacht, zur Umsetzung. Der rote Faden ist einfach der rote Faden des guten Geschmacks. Also es zieht sich immer guter Geschmack durch. Es geht um Innovation, es geht um Tradition, es geht um Regionalität, es geht um Ökologie. Es geht um viele Faktoren, die uns im Herzen lagen und die sind alle in diesem Buch komprimiert. Wichtig ist bei unserem Kochbuch, dass es ein Vermittler ist zwischen normaler Kost und Sterneküche. Ich glaube, es ist so eine Schnittstelle, um das geht. Schnittstelle zwischen Normalkochen und Sterneküche. Kochen ist großartig, weil es einfach viel Freude macht, weil es grenzenlos ist. Man kann die ganze Fantasie spielen lassen. Man kann ja auch mal was irgendwie ändern. Man kann kreativ bleiben, man kann innovativ sein, man kann traditionell kochen. Also, um das geht es ja. Diese alte Sprache, die jeder spricht, und das sind eben die wahren Schätze im Leben. Das bedeutet Kochen für mich.